Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zählen wir unsere Favoriten für die 10 besten Filme, die Kinder in den 90er Jahren nicht sehen durften. You have to be accompanied by a parent or guardian. But why? Because this movie has naughty language. In dieser Liste sehen wir uns die unpassendsten Filme an, die Kinder in den 90er Jahren nicht sehen durften, sei es wegen Erwachsenenbilder, Schimpfwörtern oder Darstellungen, die für junge Zuschauer zu grausam waren. Durftest du als Kind einen dieser Filme sehen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Mortal Kombat. Kang, you will be first. Let Mortal Kombat begin! Der Fantasy-Kampfsport-Actionfilm Mortal Kombat, der zum Kultklassiker wurde, basiert auf der gleichnamigen Videospielserie, die in den 90er Jahren der letzte Schrei war. Angesichts des blutigen und gewalttätigen Charakters des Videospiels, von welchem die Kinder nicht genug bekommen konnten, ist es nicht verwunderlich, dass die Eltern zögerten, dem Film ihre Zustimmung zu geben. Auch wenn der Film nicht annähernd so heftig wie das Spiel ist, hat er doch seinen Anteil an Inhalten, die nicht kinderfreundlich sind. I smell something. Bullshit. Der vehemente Gebrauch des Wortes Bullshit und eine geladene Portion körperliche Brutalität haben dem Film ein PG-13-Rating eingebracht. Noch kinderunfreundlicher ist die Szene, in der Liu Kangs Bruder seine Seele verzehrt. Ziemlich traumatisierend, wenn du uns fragst. Fatality. Nummer 9. Pulp Fiction. Hey Kid. How you boys doing? Der Film Pulp Fiction von Quentin Tarantino erzählt verschiedene Kriminalgeschichten aus L.A. und ist das Gegenteil von einem G-Rating. Bei seinem Erscheinen wurde er über Nacht zur Sensation. Doch schon in den ersten Minuten des Films bekommen wir Schnipsel von Drogen und Gewalt zu sehen, dass das Filmerlebnis nicht für Kinder geeignet ist. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Inspiriert von Groschenheften und Kriminalromanen ist der Film nicht nur gewalttätig. Sexuell explizite Szenen und brutale Morde, wie ein versehentlicher Schuss ins Gesicht, machen den Film für Menschen aller Altersgruppen schwer verdaulich. Unnötig zu sagen, dass die gezeigten Verhaltensweisen nicht gerade etwas sind, das Eltern ihren Kindern zeigen sollten. I'll see you guys around. Stay out of trouble, you crazy kids. Nummer 8. Showgirls. Wie der Titel schon sagt, geht es in Showgirls um Dirty Dancing und Sex, noch gemischt mit expliziter Sprache und Gewalt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Nomi, eine Frau, die versucht, ein Showgirl zu werden. I wrote this number. It's about you. You don't know anything about me. I know you're a private dancer. Auch wenn die Scham über diesen Beruf heute nicht mehr so groß ist, waren die Eltern in den 90er Jahren wahrscheinlich nicht derselben Meinung. Außerdem sind bei Nomis Verfolgungsjagd Schlägereien, Verhaftungen, Übergriffe und Nacktheit an der Tagesordnung. Das Erotikdrama war der erste Film mit der Altersfreigabe NC-17, der in die Kinos kam, weshalb zusätzliches Personal eingesetzt wurde, um sicherzustellen, dass sich keine Minderjährigen hineinschleichen. All das bedeutete, dass Showgirls ein Film war, an den die Kinder der 90er Jahre nur schwer herankamen. Will you get these f***ing kids out of here? Nummer 7. Gremlins. Diese schwarze Horrorkomödie wirkte auf den ersten Blick nicht besonders gruselig, aber diejenigen, die ihn gesehen haben, können bestätigen, dass er doch sehr gruselig ist. You know, it's funny, the new ones aren't like Gizmo. The one with the stripes seems to be the leader. You know what? Auf den ersten Blick scheint der pelzige Mogwai ein harmloses Haustier zu sein, das einem Jungen zu Weihnachten geschenkt wird. Aber das ist ein großer Irrtum. Die Kreatur bringt andere Monster hervor, die trotz ihrer geringen Größe fürchterliche Schrecken verbreiten. Mit einer fiktiven und wohl auch satirischen Prämisse könnte man meinen, dass dieser Film ein Freifahrtschein ist. Aber Spielberg hat mit seinen Darstellungen von Gier, Völlerei und Tod auch erwachsene Themen aufgegriffen. Völlig egal, wie niedlich oder unheimlich die kleinen Monster waren, Eltern waren verständlicherweise vorsichtig. Nummer 6. Scream. I need your attention now, kids. Due to the recent events that have occurred, effective immediately, all classes are suspended until further notice. Der Film Scream, der das Slasher-Genre wiederbelebte, wurde mit Spannung erwartet und enttäuschte nicht, was die Gruselfunktion angeht. Er war und ist es immer noch ein kultiger Film über eine Gruppe von Highschool-Schülern, die von einem maskierten Mörder namens Ghostface verfolgt werden. Übergriffe, Verschwörungstheorien, Verleumdungen sowie der Tod und seine Auswirkungen sind alles ernste Themen, die der Film anspricht, auch wenn hier Satire ein wichtiger Faktor ist. Watch a few movies, take a few notes.
It was fun. Im Wesentlichen ist der Film ein zyklischer Amoklauf eines zügellosen Monsters, das Kinder verfolgt, Hälse zerquetscht, Kehlen aufschlitzt und das Grauen in einer Stadt heraufbeschwört, die nur allzu bekannt ist. Wir können es den Eltern wirklich nicht verübeln, dass sie diesen Film verbieten. You think you did it? 20 years ago I would have said not a chance. But these kids today... Nummer 5. Das Schweigen der Lämmer. Im Vergleich zu Gremlins und zu ziemlich jedem anderen Gruselfilm ist Das Schweigen der Lämmer zweifellos furchterregend. Der psychologische Horrorklassiker, den wir heute alle kennen, war schon bei seiner Veröffentlichung so beliebt, dass er von Kindern aller Altersgruppen häufig gesehen wurde. Vielleicht verstehst du, warum die Antwort aber oft Nein lautete. On what basis would they reject him? Look for severe childhood disturbances associated with violence. Our Billy wasn't born a criminal, Clarice. Einem jungen FBI-Praktikanten dabei zuzusehen, wie er versucht, einen Serienmörder zur Strecke zu bringen, der seine weiblichen Opfer häutet, erfordert einen starken, reifen Geist. Und vor allem einen starken Magen. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. Es gibt eine ganze Menge zu verdauen in diesem Film. Verstörende Gewalt, psychologische Traumata, endloser Kannibalismus und so weiter. Wenn also jemand von euch 90er Jahre Kids diesen Film sehen durfte, seid ihr definitiv in der Minderheit. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Nummer 4. South Park. Größer, länger und ungeschnitten. Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fart and curse. Es überrascht niemanden, dass der South Park Film genauso ungefiltert und unverblümt ist wie die beliebte Fernsehserie. Eigentlich sogar noch mehr. Wenn Eltern wüssten, worum es in der Serie South Park geht, hätten sie dem Film für ihre Kinder sicher nicht grünes Licht gegeben. Well, the film is R-rated and it's not intended for children. Ah, but of course children are gonna see it. Can I finish? The fact is that we Canadians are quite surprised by your outrage. You just don't care. Can I finish? Dies ist eine animierte Komödie für Erwachsene. Im Mittelpunkt des Films stehen die Themen Sündenbock und Zensur. Konzepte, die wir als Kinder wahrscheinlich gar nicht verstanden hätten. Aber die Komik, die sich aus der unverhohlenen Satire und den Parodien ergibt, macht wirklich den Reiz des Films aus. Schade nur, dass die extremen Schimpfwörter und der schmutzige Humor zu viele roten Fahnen hervorgerufen haben. Just remember what the MPAA says. Horrific, deplorable violence is okay, as long as people don't say any naughty words. That is what this war is all about. Nummer 3. The Blair Witch Project. Die Wiederbelebung des ebenso fesselnden wie gruseligen Found-Footage-Formats macht diesen unabhängigen übernatürlichen Horror zu einem gruseligen Seherlebnis für alle Altersgruppen. In den Black Hills von Maryland untersuchten Filmstudenten die örtliche Blair Witch-Legende, was dazu führt, dass sie verschwinden. We're here now. Hungry. And cold. Die 90er Jahre Kids haben wahrscheinlich versucht, das Argument, aber es ist nicht blutig, zu ihren Gunsten zu nutzen, aber in Wirklichkeit haben sie sich nur etwas vorgemacht. You've gotta be kidding me. Obwohl er nicht so grausam ist wie andere Filme des gleichen Genres, ist The Blair Witch Project immer noch unheimlich genug, um Kinder mit eingeschaltetem Licht schlafen zu lassen. I hear you. Nummer 2. Terminator 2 Judgment Day. Nach dem Erfolg von Der Terminator hatte diese Science-Fiction-Action-Fortsetzung hohe Erwartungen und ein sehr gespanntes Publikum. Cool. Well, Terminator. You okay, kid? Take a hike, Buzzo. Als weltberühmte Titelfigur war Arnold Schwarzenegger ein Publikumsliebling, den alle Kinobesucher sehen wollten. Aber Kinder durften nur selten mitspielen, was auch verständlich ist. Come with me if you want to live. It's okay, Mom. He's here to help. It's okay. Den dank der immer wiederkehrenden Szenen, in welchen ein nuklearer Holocaust und ein Krieg zwischen Robotern und Menschen dargestellt werden, erhielt der Film in den USA zwangsläufig ein R-Rating. Neben der Gewalt werden auch Themen wie Familie und Menschlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit sowie amerikanische Industrie und Individualismus behandelt. Das richtet den Film noch mehr auf Erwachsene aus. I know now why you cry. But it's something I can never do. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. S. Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello?
Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King dreht sich das Original It von 1990 um einen monströsen Clown, der sich an Kindern vergreift und ihre tiefsten Ängste ausnutzt. I'm every nightmare you ever had. I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of. Da Kinder die Zielscheibe des Raubtiers waren, waren alle Kinder, die diesen Film hinter dem Rücken ihrer Eltern gesehen haben, traumatisiert und hatten außerdem Angst vor Abwasserkanälen und Waschbecken. Pennywise war so furchteinflößend, dass er noch heute in Horrorfilmen zu sehen ist. 2017 wurde die Figur in dem Film S erneut dargestellt. Wenn Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder in den 90er Jahren Albträume haben, war dieser blutige Horrorklassiker ein absolutes No-Go. I am eternal. I am the eater of worlds and of children, and you are next. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.